Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo, servus. Dem Tiger Farm. Hallöchen. Und dem Andi. Und. So, wir starten in die nächste und letzte Folge für diese Woche. Leider schon wieder. Ach, es geht immer so schnell rum. Hattet ihr mir Geld überwiesen, ja, gell? Ja. Okay. Ich vergesse das irgendwie immer. Oh, die ganzen Ballen sind hier rumgerollt, ist ja doof. Okay. Ich hätte noch was mit dem LU zu besprechen. Ja. Jupp. Ja. Ja. Ja, die Frage wäre, ob du verschwinden könntest. Ja, mach ich dann. Bis gleich. Bis gleich. Die Ballenpresse bitte dann bei mir an Hofstellen, das ist mein Eigentum. Ah, die ist gekauft, okay. Okay? Ja. Gut, vielen Dank. Hätte ich nämlich sonst was vergessen, nicht, dass die wieder am Händler steht. Das war's schon? Und die Abrechnung haben wir ausgemacht von letzter Folge. Machen wir zusammen heute, wenn hier mit dem Pressen fertig ist. Okay. Gut, das war's. Danke. Jo. So. Ich konnte gerade eben nicht so schnell aus meinem Spiel raus. Nein, der Ballen rollt schon wieder. Ey, wenn die Ballen hier runter rollen, dann. Ich glaube, ich muss nachher mal gucken, ob die da unten, ob da unten noch welche liegen. Das geht ja gar nicht. Ja, aber man kann es schon schlimmer vorstellen. Ja, Quaderballen wären halt einfacher, aber. Muss man extra noch mal einen Wechselvorgang. Ich höre jetzt meinen Frontlader jetzt einfach hier hinstellen. Das war total cool aus, wenn der hier vorne dran ist. Das sieht so majestätisch aus, finde ich immer. Wenn da vorne so ein Frontlader dran ist. Ich bin mal kurz gemutet, damit Mikado nicht alles mitkriegt. Ich habe gerade überlegt, wir bräuchten theoretisch eigentlich einen schnelleren Traktor, aber wir kriegen wahrscheinlich keinen Traktor, der so leistungsstark ist wie der Case IH hier. Und steht da eine Ballenpresse? Ah, nein. Ist schon wieder dieser Bug, ey. Haben wir uns eine Ballenpresse geleistet? Oh Gott. Ich hasse es. Mein Frontlader ist so blöd und will immer nicht abgehen. Der ist viel zu klein. Ach, Mann, da muss ich mir jetzt mal einen neuen holen. Ja, hätten sie halt mal den... größeren holen sollen. Ich hab den FZ30. Ich brauch den FZ60. Frontlader FZ60. Oh, 8000. Das bin ich dann schon wieder los, ey. So, ich werde jetzt mal noch die Ballen von oben holen. Ich denke, mit der Ernte wird es schwer. Meinen Sie das? Na, wettertechnisch. Wettertechnisch haben wir wahrscheinlich ein Problem dann. Oh ja, sehe ich auch gerade. Ich muss Sie, glaube ich, gleich etwas enttäuschen, gell? Wieso? Sie sind finanziell gleich wieder schlechter gestellt als ich. Ist das so? Ja, das ist so. Also irgendwie haben wir schon ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, gell? Das wollen wir aber gleich mal schnell ändern. Meinen Sie? Ja, obwohl ich glaube, das wird erst in den nächsten Folgen geändert. Ich glaube, das dauert halt eine Weile, bis sie mit dem Frontlader hier wirklich die Silage eingeladen haben. Nein. So lade ich das gar nicht ein. Hallo? Nicht? Ich mach schon direkt die nächsten Silageballen hier. Also ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen rangeht, aber... Ich mach schon die nächsten hier. Wofür braucht man dann einen Frontlader? Für später. Ah ja, okay. Die Kühe. Ah ja. Die brauchen auch mal Ballen und so. Das alles, ja. Okay, hier scheint muss man auch schon mal dran denken. Ah ja, das klar. Ist nicht unnötig, ja? Nö, unnötig ist fast nichts.
unnötig heißt anders. Ich wollte eigentlich die Bahn oben holen. Gell. Was ich total lustig finde, ist einfach, dass man hier eigentlich überhaupt keine Sämaschine und überhaupt kein Schwader, kein Mähwerk und sowas braucht, weil man hat einfach das den das ist viel billiger. Da wäre ich mir nicht so sicher. Am Anfang ist es billiger. Am Anfang. Billiger als jetzt direkt so ein nettes Teilchen. So, ich glaube, da hinten liegt nichts mehr. Klopf, klopf. Jawohl. Ja, bitte. Herr Mikado, die Abrechnung. Ja. 300 macht das. Jupp. Oben, haben Sie oben auch schon? Hm? Haben Sie oben auch schon? Wo? Bei meinem Hof. Ach, da war ja was. Egal. Sie haben schon mal Ihr Geld. Ja, okay. Oh nein, warte mal kurz. Jawohl. Das ja, ich komm mal kurz hoch. Wir treffen uns oben. Okay. Tiger Farm, du nicht. Okay. So, Andi. Abrechnung. Das würde dann 1200 machen. 1200? Genau, für 2 Stunden. Okay. Aber das ist ein bisschen wenig, oder? Kleines Trinkgeld. Oh, das ist aber sehr großzügig. Ja. Also, gute Arbeit muss belohnt werden. Vielen Dank. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Presse steht wieder am Hof. Jo, super. Ich meine, das oben, das... Haben wir Kalken an? Ne, soweit ich mitgekriegt habe, nicht. Okay. Dann, bitte mal oben die Wiese 1 und Feld 7 düngen. Okay? Ja. Aber Feld 1 muss nicht gedüngt werden, das ist doch schon dunkelblau. Ja, geht aber noch einmal blauer. Feld 7, sorry. Wiese 1 und Feld 7. Wiese 1 und Feld 7. Da war ich leicht verwirrt. Gut, danke. Jo, bitte. Ups. So, ich komme hier nicht weg. Schmieden bestimmt einen Plan. Sind Sie fertig, oder? Nee, ich war... Was? Ich habe nur... ich bin nur hier hochgegangen, weil wir auch kurz die Preise besprochen haben. Ah. Ich hatte dem LU, also Tiger Farm, hatte ich gesagt, sie müssen unparteiisch bleiben. Von dem her, ich hatte nicht vor, mit Andi einen Plan zu schmieden. Ja, 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 ja. Da wäre ich mir jetzt mal noch nicht so sicher. Nee, nee. Also wenn, dann schmied man offiziell Pläne. Aber da Andi relativ unregelmäßig bzw. nicht sicher bei den Aufnahmen dabei sein kann, können wir da eigentlich auch. Können wir da eigentlich auch keine Pläne schmieden. Aha. Ich hoffe nur, diese Ballen fallen nicht schon wieder ins Wasser. Das wäre nicht gut für mich. Wäre halt standesgemäß, oder nicht? Hm. Ups, Von wem ist der Ballen verkauft? Ja, ich hatte gerade nochmal Ballen verschickt. Naja. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das macht echt schon... Warum ist die Zeit auf 15? Okay. Das Projekt macht schon echt richtig Bock. Ja, übelst. Und man muss halt sagen, ach, verdammt. Heute ist wieder die letzte Aufnahme der Woche. Jetzt müssen wir wieder eine Woche warten, bis die nächste Aufnahme. Das ist immer das Schlimme ist. So, ne? Ja. Ist immer ein bisschen traurig. Muss man immer eine Woche warten. Obwohl, ich glaube... Ah, das sag ich lieber später. Nicht, dass du in der Folge ausrastest. Also kannst dich schon mal drauf
stellen, dass es keine gute Nachricht wird. Das wäre aber schlecht. Ja, schlechte Nachrichten sind immer schlecht, würde ich mal so sagen. Ja. Aber meistens gibt es für irgendwelche Probleme auch irgendwelche Lösungen. Ja, wie zum Beispiel jetzt, heute, die Aufnahmen. Genau, die Session war ja auch kurz vor knapp. Waren wir eigentlich nur mit einem LU-Unternehmen anwesend? Achso, ne, wir hatten gesagt, wir müssen 1 Million Bargeld haben, gell? Ja. Hm. 1 Million müssen wir auf dem Kopf stehen. Ich hab gerade überlegt, ob wir das Equipment auch mit reinzählen lassen. Wie meinst du jetzt? Naja, wenn du einen Drescher für 200.000 hast, hast du schon mal 200.000 weniger, wo du auf der Bank haben musst. Ach so, dass wir das dann alles verkaufen würden, oder was? Nee, das ist verkaufen nicht unbedingt. Der Preis, der einen. Ach so, dass das dann einfach dazu zählt, wie viel. Ja. Ich glaube aber, da würde ich dann doch lieber das weglassen, weil. Das wäre dann. Würde dann total schnell gehen. Weil guck mal, dann hast du locker, wenn du dann schon so ein paar gute Maschinen hast, hast du dann locker schon 800.000. Dann fehlt dir 200.000, dann machst du einmal eine gute Ernte und noch ein gutes Feld, was du Ernte hat. Hast du schon mal 200.000 nochmal und dann hast du das schnell zusammen, weißt du? Ja, ist richtig. Oder vielleicht hast du auch schon so viele Maschinen, die einfach schon mehr als 300.000 kosten. Und dann hast du schon 2 Millionen. Ja, wobei du aber halt so rechnen musst, wenn es wirklich jemand so weit gebracht hat, dann hat er auch sehr viel Geld in seinen Hof investiert. Ja, stimmt eigentlich auch. Aber von dem her hätte er es dann verdient. Ja, aber trotzdem fände ich das, glaube ich, viel spannender, wenn man dann nochmal so viel bekommt. Ja, können wir gerne so. So hat man es ja gesagt. Also ich hatte nur gerade den Gedanken, es wäre anders, aber es ist ja nicht anders. Ja, seine Ideen kann man ja schon mal sagen. Ne? Genau. Die Gedanken sind frei. So. Aber wir haben hier, wenn wir rechts oben gucken, einen ziemlich guten Kontostand. Müssen wir uns nur die nächsten Schritte überlegen, weil nach der Folge heute wüsste ich jetzt gerade noch nicht, was das LU für uns tun könnte. Also ich weiß es schon ganz. Hier sag mal, wieso hast du denn eigentlich auf Konto mehr Geld als ich? Wie bitte? Wieso haben sie denn mehr Geld als ich auf dem Konto? Also, das lasse ich ja schon mal gar nicht dulden. Ich würde sagen, weil ich fleißiger bin. Was soll das denn heißen? Nee, ich sag mal so, ich habe halt dann wahrscheinlich doch mehr Ballen und besser gearbeitet. Es muss halt irgendwie einen Grund geben. Noch. Okay, noch. Ich bekomme gleich, was heißt gleich, wahrscheinlich in den nächsten Folgen bekomme ich locker nochmal so um die 150.000, würde ich mal so sagen. 150 bis 200.000. Komme ich locker noch mal dazu. Ja. Dürfen Sie gerne haben. Ah, danke. Ich sag da nur Schafe. Oh nein, stimmt. Du hast ja noch die Wolle. Exakt. Oh nein. Kaufen. Was hast du jetzt gekauft? Ich habe was verkauft. Jetzt ist nur die Frage, wo ist denn das, was ich vorhin habe? Ah, hier war das drin, ne? Das hier. Stimmt, eigentlich. Aber das wird man wahrscheinlich dann eher mieten. Dünger auf W1 ist nutzlos. Eigentlich könnte ich auch. Mal kurz oben. Ja, ja.
Klopf, klopf. Nee. Hallo. Ja. Okay, schade. Gut, was kriegen Sie dann noch fürs Düngen von dieses Feld 7? Oh, sagen wir 300. Wie viel? 300. 300, okay. Aha, Mikado hat gerade auch nochmal extra irgendwas verkauft. Interessant. Überweisen 300. Gut, dann würde ich sagen, habe ich keine Ahnung, was zu tun wäre. Muss mal gerade überlegen. Übrigens noch 3 Minuten. Okay. Oh nein, ich häng. Nein! Oh, scheiße. Ich habe keine Ahnung, was zu tun wäre. Gut, also bin ich arbeitslos. Vielleicht mal kurz mich vom Zaun heben. Ah ne, ich komme runter, glaube ich. Ah ja, ich habe es geschafft. Okay. Dann würde ich Ihnen freigeben für den Rest. Okay, vielen Dank. Gut, bis dann. Bis dann. Bis dann. Aha. So. Das war die Party fürs LU. Die hat so viel Geld verdient. Ah ja. Die dürfen mal ein bisschen Party machen. Kann ja nicht immer so freudlos sein. Ich müsste denen mal ein bisschen was sponsern. So, ah. Wir haben noch 2 Minütchen. Oh. Da sinkt meine Stimmung. Heißt das, sie haben die bestochen? Nein, ich habe den nur so ein bisschen, ich bin halt ein guter Arbeitgeber, sagen wir mal so. Naja. Das weiß ich ja jetzt nicht so recht. Ja, ja. Stellen Sie das mal lieber nicht in Frage. Können Sie sich gerne mal beim Lohnunternehmer Andi erkundigen. Ich sehe schon. So, was uns jetzt halt noch fehlt, ist ein Schwader. Dann können wir Kosten sparen. Apropos Schwadern. Tiger Farm ist immer noch am Schwadern bei mir. Ja, das ist ja, kein Problem. So, jetzt gucke ich gerade mal, ob sich das noch lohnt. Das kriegt man in der Folge nicht mehr hin. Von dem her verzichte ich darauf. Nö, ich würde sagen, dann machen wir das, was wir schon längst machen wollten, noch schnell. Nämlich den letzten Schritt davon. Keine Ahnung. So, okay. Bestätigen. Tada. Das hier wäre dann somit erledigt und 30.000 hast du jetzt. Was? 30.000 hast du. Wie 30.000? Hä? 30.000 Euro hast du verloren. Ja. Neuanschaffung kosten halt. Also sag mal. Hier, also, was? Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Schafweide oder sonst was kann ich niemals bauen. Ich kann das hier nirgendwo platzieren. Das ist aber ungeschickt. Bei meiner Wiese nicht und bei meinem Hof nicht. Überall, nirgendwo, wirklich. Das ist aber ungeschickt. Das können Sie ja gerne nach der Folge nochmal kurz überprüfen oder vielleicht mal jemand anderen überprüfen lassen. Dann gehen wir mal kurz hoch und beenden die Folge. Achso, ja. So, Hallöchen. Hallo.
eine Woche tatkräftiger Arbeit ist rum. Manche haben Ziele erreicht, manche haben Ziele nicht erreicht. Gell, Mikado? Hä? Was? Nichts, alles gut. Ich würde mich bedanken für die Aufnahmesession, für die Woche, wo ihr mit dabei wart. Und dann die finale Abrechnung für die Woche. Meine Abrechnung ist fertig, oder? Meine Abrechnung. Ja. Genau, okay. Also, ja, das wäre schön. Nee, das macht dann 600, bitte. Jupp. Geld in Hut weisen. Überweisen. Bitteschön. Dankeschön. Okay. Sonst noch was? Nö. Nein. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, erstmal bei euch fürs Mitspielen, bei den anderen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder unten einen Kommentar da. Am besten alles. Exakt. Und bis Montag. Haut rein, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Tschüss.